Ups, warte. Warte. Wo ist es? Es bleibt spannend hier. 62. Oh, holy shit. Jetzt hat er auch noch die Checkerbrille an. Also nur, dass ihr mal kurz seht, was bislang passiert ist. So, da sind wir jetzt gerade, gell? Ja, sicherlich. Wir sind sicherlich jetzt hier im Bereich. Ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr auf Aggressivität zu gehen, indem ich ihm jetzt hier gleich schon den Springer klauen werde. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ist nicht der schlauste Zug, weil du opferst einen Läufer, die man eigentlich im Endgame lieber hat als die Springer. Aber vielleicht kann ich dadurch auch mal ein bisschen strukturelle, ja, Nervkacke. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß noch nicht, wann ich den schlage. Ob ich den jetzt direkt im nächsten schlage oder erstmal weiter Figuren entwickeln. Sowas hier wäre denkbar. Ich könnte den Springer da. Ups. Oh, da oder da. Schon wieder das Dreckshandy. Das liegt doch ganz weit weg, das Handy. Denkbar wäre hier. Okay, hat der Stream snipe doch. Was soll das denn jetzt? Scheiße. So, greift hier natürlich den an. Der wäre nur mit einem nervigen König zu schlagen. Weiß ich nicht, ob er das macht. Ey, wirklich, wenn Schach wäre besser ohne Eröffnung. Meine Meinung. Diese aggressiven Springer da immer, ey. So Leute, heute fällt ein Großmeister live im Chat. Ohne Scheiß, sagt allen Bescheid auf Twitch. Sollen alle gucken. Heute passiert's. Heute passiert's. Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Was macht denn der jetzt da für kranke Scheiße? Jetzt greift er den hier an und den. But why? Diese verdrängt mich hier aus der Scheißmitte. Nein! Oh, das ist doch ein Bullshit-Trick! Du Schweinebacke! Oh, ich bin schon wieder schachmatt. Ey, ich fass es. Was ist denn das für eine miese Kack-Eröffnungsscheiße? Ach nein, der Läufer deckt ja noch. Der Läufer deckt noch. Der Läufer deckt noch. Gott sei Dank habe ich den da hingestellt. Hier. Da. Da. Ich kann auch nicht da hingehen, weil der Springer da. Oh ja, ja. Jetzt willst du den Läufer loswerden. Mhm. Habe ich schon verstanden. Okay, so willst du das Game spielen, ja? Okay. Willst den schlagen? Ich könnte den jetzt so verteidigen.
Das erscheint mir fast das Schlauste. Ich kann hier schlagen. Er schlägt, ich schlag, er schlägt, ich mach nix. Nee, das geht nicht. Er schlägt. Geht eigentlich nur so. Eigentlich, das weiß er doch, dass ich den spiele. Ich schlag. Er schlägt. Ich gehe dahin. Er schlägt. Ich schlag. Er schlägt. Scheiße. Hier. Er schlägt. Dann kann ich gar nicht zurückschlagen, weil er gefesselt ist. Dahin. Er schlägt. Ich schlag. Er schlägt. Ist das nervig, schon nach wieder 7 Zügen, schon wieder fucking am Ende, ey. Wahrscheinlich kommt der Läufer jetzt und macht auch noch irgendeinen Trick. Ich glaube, ich tausche die Damen ab. Er sich darauf einlässt. Ich kann mir vorstellen, dass er das nicht unbedingt will. Eine sehr mächtige weiße Dame dort mit meiner kaputten Bauerstruktur. Und er weiß, offensichtlich will ich sie nicht, um ein bisschen die Partie zu beruhigen. Deshalb könnte ich mir vorher, ja, das habe ich mir gedacht, siehst du.
Wenn er das nicht will, vielleicht wäre es an der Stelle, gibt mir die Möglichkeit, den Bauern wieder zurückzuschieben. Ist immer irgendwas zu tun, ne? Immer irgendeine Antwort. Jetzt bitte tauschen. Das reicht ihm plus eins zum Abtauschen. Jetzt tausch halt die scheiß Dame, Mensch! Du gewinnst doch sowieso! Ach komm schon, wie lame! Einfach nur den Bauern snacken und wieder raus, ey, jetzt. Das ist ja wirklich, als wenn ich gegen Nikola wegrennen würde bei Quake. Was soll denn das? Jesus Christ. Ach komm, jetzt habe ich den einfach reingestellt. Ja, ja, komm, kein Bock mehr. Jetzt habe ich wirklich keinen Bock mehr. Vielleicht noch den Springer. Ja. So. Kurz, aber schmerzvoll. Bauernhard D4, Bauernhard D5, Bauernhard C4. Stellt die Drohung C D5 auf, wonach Weiß das Übergewicht im Zentrum hat. Diese Drohung kann pariert werden mit Bauernhard E6 oder Bauernhard C6, um hier diesen Bauern zu unterstützen. Nicht mit Springer F6, C D5, was wir im Match schon häufiger hatten. Jetzt steht Schwarz schon sehr schlecht. Springer schlägt D5 und Springer F3. Bisher haben wir häufiger Bauer E6 gesehen im Match, dann Bauer E4, Läufer nach F5, hat Eddie auch einmal gespielt. Diesmal sehen wir Läufer nach G4, was lobenswert an Figuren wickelt, aber auch wieder wegen der mangelnden Zentrumskontrolle dazu führen kann, dass man da schnell rumgeschubst wird. Springer E5, nur damit ihr hier seht, guckt auf die Computervariante, dass ich nicht mir das ausdenke. Ich habe einfach die besten Züge gemacht. Läufer nach H5, Dame B3. Normalerweise wäre ich nicht sicher, nicht früh die Dame rausbringen. Aber ich war mir sicher. Dame nach B3 attackiert den Bauern. Springer nach B6 verteidigt den. Und dieser kleine Trick, den ich kenne aus anderen Stellungen. Dame nach H3. Gemeiner Zug. Greift den Läufer an und drängt ihn in diesen unvorteilhaften Abtausch. Guck, der war genau wusste er, dass es sich so entwickelt. Gewinne ich den Läufer hier trotzdem. Alles schon gewusst. Ich wollte aber Dame E3 spielen, aber wahrscheinlich gehen auch. Oh ne, Dame E3 war Fehler. Seht ihr? Uff. Wahrscheinlich gehen auch andere Züge. Hm. Bauer F4 muss ich spielen. Okay. Wäre ich vielleicht noch drauf gekommen. Und der Läufer ist weg. Ui. Sorry. Also einmal zu weit vorgesprungen. Deshalb Läufer G6, bester Zug. Muss sein. Aber. Das ist halt ein sehr unvorteilhafter Abtausch, weil diese Bauern, gerade der F-Bauer fehlt natürlich, jetzt ist der König sehr geschwächt. Bauer nach E3, Dame nach D7, guter Zug, Damen tauschen. Ich wollte die Damen auf dem Brett behalten, weil ich dachte, mein Fort ist dann größer. Ihr seht, Kompi ist da auf meiner Seite. Dame nach F3, Dame nach F5, schlägt den Bauern, Dame zurück und jetzt... Er hätte in sein Spiel gehen können, hier mit dem Bauern mehr. Ich wollte immer auch Dame auf dem Brett behalten, Dame nach F3. Und Springer C6 ist das. Das Ende mit Schrecken. Ich dachte, er spielt wieder Dame F5. Ich wollte, wie gesagt, nicht Damen tauschen. Ich wäre nur weggegangen hier. Hätte dann versucht, Figuren zu entwickeln. Und Weiß steht natürlich gut. So. Also, was lernen wir draus? Wir lernen nicht draus, nicht zweiten Springer 6 zu spielen. Die Lektion hatten wir schon heute wieder. Aber ich rate davon. Ich kenne ihn lang genug. Es fuckt ihn ab, dass ich schon wieder den Springer schön gespielt von mir gespielt habe. Schwere Störung. Hat er ja auch recht. Er hat es mir auch schon tausendmal gesagt. Hier
Nochmal im Schnelldurchlauf. Zentrum unterstützen, wenn hier getauscht wird. Dass wir mit einem Bauern zurückschlagen können, ist wichtig. Und dann können wir die Figuren rausziehen. So, so, so. Da mal gucken. Eddie, merkt ihr das? Ich werde so in 10 Partien wieder Damgar mitspielen. Dann stehen wir da wieder. So, willst du noch eine oder genug? Ja, ihr sagt, ja, ja, ja. Ja, sorry, dass ich so drauf rumreite, aber du hörst nicht auf, Spanier 6 zu spielen. Ich kann nichts dafür. Okay, weiter geht das. So. Ja, 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 ja. So, okay, komm. Jetzt kommt meine große Stunde, Leute. Ich merk's mir jetzt. Ich kann mir Sachen nicht merken, Leute. Das ist ein genetischer Defekt.